Herzlich willkommen zu unserem 11. und 12. Türchen. Ich bin das 11. Türchen und du bist? Ich bin das 12. Türchen. Du bist das 12. Türchen, das ist sehr, sehr wunderbar. Möchtest du nicht eine Tasse Tee trinken mit mir? Ich habe meine Pizza. Das ist aber schön. Willst du anfangen? Du bist ja das 11. Türchen. Ja, aber warte, wer ist das denn? Das ist eine Taube. Nee, das ist, würde ich sagen, eine Eule. Das ist unsere Rosalie? Ich glaube, die hat uns mal mitgebracht. Wir müssen das schnell was vorlesen. Ein Schwein ist dabei. Verloren. Ach so, ein Schwein. Das ist kein Schwein. Das ist eine geile Sau. Ah. Gut. Warte mal, du hast da was vergessen. Ich? Nein. Doch, hast du wohl. Nein. Doch, hast du wohl. Was habe ich denn vergessen? Das sag ich dir gleich. Wenn ich es rauskriege mit meinem... Hier. Es geht um den goldenen Schuh. Um den goldenen Schuh geht es. Und zwar, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wieder posten bei Facebook. Und zwar diese Antwort auf diese Frage. Oder auf dieses Rätsel. Mutiger Jüngling bekämpft böse Zauberei mit Hilfe eines Beleuchtungsgeräts und verdient sich dadurch die Liebe einer Prinzessin. Müsste jetzt nicht blim 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 kommen? It's magic. It's magic. Jetzt bin ich wohl dran, wa? Scheint so. Rosalie, von neuem werde ich dir in deinen Sack greifen. So. Hierbei geht es. Oi, oi. Diesen Schuh, ich würde sagen, es ist ein Ballerinaschuh. Ja, Ballerinaschuh. Und ich lese da jetzt mal was vor. Mal was vorbereitet. Grenzenlose Eitelkeit eines reichen Angebers wird von zwei schamlosen Landstreichern total ausgenutzt. Wenn schon ein küsst dich. Ja. Um welches Märchen geht es? Sind halt beides geile Säue. Um welches Märchen geht es wohl? Hier. Ja, um welches Märchen geht es wohl? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja mit Märchen nicht so aus. Nicht so, dass es mein Beruf wäre oder so. Und wir akzeptieren diesmal beide Antworten für jeweils ein Schüchen. Ja. Einfach posten. Aber natürlich ein Schüchen für eine Antwort. Eine Person.